Ihr wisst ja, der FC Bayern ist der größte Verein der Welt und auch und die Zahl unserer Fanclubs ist natürlich sehr beeindruckend, über 4000. Und der FC Bayern verfolgt natürlich auch genau, was diese Fanclubs alles für den Verein tun. Und da sind wirklich immer wieder sensationelle Sachen dabei, sei es jetzt her vom sozialen Engagement oder eben auch aus reiner Fanliebe. Und da wollen wir euch heute was vorstellen, was wir wirklich alle cool fanden, auch beim Verein. Denn schaut euch die Männer hier an, das ist Ruben, Sebastian und Felix. Große Künstler, möchte ich sagen, auch musikalisch unterwegs. Und die hatten schlicht und ergreifend eine Idee, Ruben. Es geht ganz speziell um die erste Vereinshymne des FC Bayern. Aus welchem Jahr ist die dann? Also 1900 gegründet. Und weißt du, woher weißt du, wann der erste Song da war? Also es gibt zwei Songs, einmal 1905 entstanden und einmal 1907, einmal Rot und Weiß und einmal das Bayernlied. Und unser Traum war halt, diese Songs wieder für alle Fans erklingen zu lassen, nachdem wir die in der Chronik 25 Jahre FC Bayern entdeckt hatten. Ihr habt euch da ja schon sehr schlau gemacht, auch was die Geschichte dieses Vereins angeht. Aber trotzdem, ich meine, das Bayernlied ist von 1907 meines Wissens, hat glaube ich auch der Text, der damalige Vizepräsident auch geschrieben. Ja, der Text ist von Siegfried Herrmann, Vizepräsident der Bayern damals. Ungefähr so, als würde Uli Hoeneß heute die neue Hymne vom FC Bayern dichten und Thomas Müller und Philipp Lahm würden die dann singen. Weil damals haben halt wirklich die Spieler die Hymne noch und die Lieder gesungen. Ja, aber wie seid ihr da dran gekommen? Das war doch verschollen. Gibt es da Noten oder irgendwas? Na, wir haben den Text entdeckt in der Chronik und haben uns gesagt, okay, wie hat sich das angehört? Und dann haben wir uns auf die Suche begeben. Noten haben wir keine gefunden, aber irgendwann haben wir rausgefunden, okay, die Melodie ist aus von so einem alten Volkslied. Dann sind wir zu einem Chor gegangen und der hat uns geholfen, die Noten neu zu schreiben für dieses Lied. Und dann ging es weiter mit Proben, mit Aufnahmen, mit Videodreh und am Ende stehen wir hier und können das heute allen präsentieren. Sehr schön, Ruben. Wir schauen uns das, da kommt dann auch Sebastian letztendlich ins Spiel, ja, und auch der Felix. Wir schauen uns das mal an. Wir haben einen kleinen Film hier. Bitte schön, schauen wir uns um die Aufnahmen zu diesem Bayernlied. Sind wir Verein zur guten Stunde? Ganz einfach ja auch auf YouTube anschauen. Ihr habt das Ganze letztendlich ja, es gibt jetzt noch keinen Tonträger im klassischen Sinne, aber jeder, der es mal hören möchte oder der sich interessiert, soll sich es halt einfach downloaden, oder? Genau, also man kann sich die Videos dazu anschauen, man kann sich die MP3s dazu runterladen. Wer will, kann sich sogar eine Schallplatte davon selber drucken oder pressen lassen. Also es ist alles da. Schön, also das Bayernlied, die erste Vereinshymne des FC Bayern, wenn man so möchte, aus dem Jahr 1907, wiederentdeckt von diesen Bayern-Fans. Und schaut euch das an auf YouTube. Viel Spaß. Danke euch für euer Engagement. Danke dir, Ruben. Sebastian, Bayern, Felix, danke.